Schau, meine Freunde, und damit ein herzliches Willkommen hier zurück zu einer knackigen Folge 7 Days to Die. Ich bin euer Badora, das ist eure Gabrielle und heute geht es wieder weiter, knackig weiter in dem Zombie-Apokalypsen-Mega-Horror hier. Ich sag's euch, meine Freunde, es ist 8 Uhr morgens hier, 8:30 könnte man sagen, und es ist Tag 34. Wir machen uns heute weiterhin, nachdem wir ja die Werkbank gebaut haben in der letzten Folge, heute auf den Weg nochmals in die Stadt und versuchen, mechanische Teile aufzutreiben und vielleicht auch den ein oder anderen Motor zu ergattern tatsächlich, denn wir wollen uns ein Pocketbike bauen. Wie ihr sehen konntet, eben in meiner kleinen Hütte hatte ich ein halbfertiges Pocketbike stehen. Und hier muss ich unbedingt auch noch ein bisschen was verbessern, denn die Zombies graben mir hier immer wieder meine blöde Fallgrube kaputt. Ja, das muss echt nicht sein. Aber naja, wie auch immer, wir machen uns jetzt auf den Weg, denn wir wollen schließlich ein Pocketbike bauen und eine Zementmische. Deswegen brauchen wir mindestens 2 Motoren und ich glaube mindestens 11... mechanische Teile. Ich weiß es nicht genau, wie viele mechanische Teile wir genau brauchen, aber wir brauchen welche. Wir hatten ja in der letzten Folge, ich weiß gar nicht, welche Folge das war, auf jeden Fall hatten wir relativ viel Glück mit den mechanischen Teilen, die wir da gefunden haben. Und ich hoffe, dass ich jetzt nochmals genauso viel finde. Das wäre echt schön. Und mache mich daher direkt auf den Weg in die Stadt. So, ich schaue mal gerade, ob ich überhaupt richtig laufe hier. Aber wie es der Zufall will, laufe ich wirklich richtig. So, Dears Will, okay. Dann schauen wir doch mal, ob wir noch ein paar Autos finden, ein paar mechanische Teile, ein paar komische Dinger hinterm Haus, Hauptsache mechanische Teile und vielleicht sogar einen Motor, was sehr episch wäre. Hier waren wir nur überall schon gewesen, kann ich mich dran erinnern. So, der Alten haue ich jetzt mal eins über die Rübe. Nicht du mir, ich dir. So, das war's. Wohin fällst du dir jetzt? Bleib mal locker. Ich will dich doch noch looten. Was? Hilfe! Alter! Ey. Geh leiden. So, jetzt kann ich wieder so ein blöd... Oh, Mann. Warum sind die so böse zu mir? Hilfe, ey. Doch gar nichts gemacht. So, und hier ist so ein Ding. So ein Lüftsystem oder keine Ahnung, was es sein soll. Ich habe keine Ahnung. Hauptsache, wir kriegen mechanische Teile und darauf kommt es an. Und ich denke, daraus bekommen wir vielleicht wieder so 2 oder 1 mechanisches Teil höchstens. Ja, wir schauen mal eben gerade. Ja, okay, 2. Das ist sehr gut. Das läuft doch, das läuft. So, jetzt ein Auto wäre echt nicht schlecht. Irgendein Auto. Und ihr bekommt auch nichts mit, ne? Ihr seid so blöd, ey. Hallo? Wie, ich habe keine Pfeile mehr. Ach so. Hä, wo hab ich denn jetzt... Ach so. Der war einfach nicht nachgeladen. Ja, guck mal einer an. Sieh mal einer an. Was wollt ihr eigentlich von mir, hört mal? Oh, das wollte ich nicht. 15 Punkte, sehr nice. In welche Skills soll ich denn jetzt investieren? Ich weiß es gar nicht. In den Hals. Und Zappelklaus wieder hier am Start. Komm, ich hol mal meine Keule raus. So. Kann's auch liegen bleiben eigentlich gleich. So. Perfekt. Und jetzt bist du dran. Wartest schon so lange hinterm Zaun, ich sehe das schon. Ich habe das doch gesehen. Jetzt bleib locker. So Nägel, die brauche ich jetzt gar nicht. Zappelkläuschen hat auch nichts dabei. Auch nichts. Zappelkläuschen? Auch nichts. Mensch, ihr seid ja wieder... Ihr seid ja wieder gut. Kommt hierher ohne irgendwas in der Tasche und greift mich an. Das ist echt die Höhe. Oh, finde ich echt nicht in Ordnung. So, und wenn es hier jetzt gleich keine komischen Kästen mehr gibt, würde ich sagen, gehe ich einfach mal in die Garagen rein. Da sollte es doch Autos geben, möchte ich hoffen. Ups. Da sollten doch irgendwie Autos drin sein, möchte ich hoffen.
Und warum bin ich auf einmal so leise, verdammt nochmal? Irgendwas stimmt mit meinem Mikrofon nicht. Irgendwas stimmt da nicht. So. Dann mache ich hier mal eben... Aha, hier ist aber nichts drin. War ja ganz klar. Was ist in dem Karton drin? Auch nichts. Super. Echt klasse. Mega Garage, muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Da steht ein Auto, sehe ich. Das ist sehr schön. Ach, guck mal, das Hospital. Ich werd bekloppt in der Birne. Da ist es ja doch hier. Geil. Ja, das ist doch mal mega cool. Das ist super geil. Dass das hier ist, hätte ich jetzt nicht gedacht. So, mitgenommen. Mitgenommen. Wenn es denn Reifen gegeben hat, habe ich jetzt nicht gesehen. Aber egal, ich werde das Auto auseinandernehmen. Ganz wichtig. Reifen habe ich auch bekommen. Sehr schön. das Nitratpulver lasse ich mal hier. Das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Und die Stofffetzen, die lasse ich jetzt auch einfach mal hier. Und werde dafür hier nochmal ein bisschen was abluten. In der Hoffnung, dass da vielleicht ein Motor bei rauskommt. Wie gesagt, dass ich auch auf jeden Fall genug Platz im Inventar habe. Und im Hintergrund sehe ich gleich noch ein Auto. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So muss das sein. Hä? Ach, das war ganz heile. Interessant. Vielleicht bekomme ich ja jetzt einen Motor. Ich weiß es nicht. Korrekt, ey. So, dann bin ich ja mal gespannt. Und ein Motor! Geil! Perfekt! Oh yeah, baby yeah! Perfekt. So, hier nochmal eben so ein bisschen davon mitgenommen. Das Auto werde ich jetzt auch nochmal mitnehmen. So, da ist noch ein Auto. Ist das denn heile? Perfekt. So, die möchte ich ganz gerne komplett abluten, die Dinger. Hier könnte es sein, dass ich vielleicht einen Motor bei rausbekomme. Lol, was ist da denn passiert jetzt? Hä? Wieso ist die einfach gestorben? Lol. Das habt ihr doch alle gesehen. Warum ist denn die jetzt einfach umgefallen? Wie lustig. Habe ich denn jetzt schon einen Motor vielleicht? Nö, toll. Das wäre auch zu schön. Nein, Hunde! Ey, lass mich in Ruhe, du blöder Hund. So, das war's schon mit dir. So, und ihr sollt mich mal alle nicht belästigen. Ich würde doch gerne einfach nur das Auto abluten da, Mann. Zappelklaus bekommt wieder überhaupt nichts mit hier, war ja ganz klar. So, und jetzt würde ich ganz gerne das Auto weiter abluten, wenn ich darf. Ja, in der Hoffnung, dass ich hier noch irgendwie einen Motor rauskriege. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das noch möglich ist, aber ich werde es jetzt weiterhin tun. Ich werde hier auch notfalls im Kreis laufen, wenn es nicht anders geht. So. Hier werde ich auch gleich weitermachen. Schau mal eben, ob ich vielleicht schon... Nein, habe ich immer noch nicht. Komm schon. Okay, auch kein Motor vielleicht ganz zufällig. Nein. Schade eigentlich. War ja eigentlich klar, aber naja. Man kann ja hoffen. Man darf ja noch hoffen. So, hier ist noch ein Auto, das möchte ich auch noch eben looten. Und hier den Einkaufswagen natürlich, weil mechanische Teile sind wichtig. Sie sind und bleiben wichtig. So, Zappelkläuschen ist wieder unterwegs hier. Nur weil ich dir den Arm abgeschossen habe, jetzt bleib mal locker, Mann. Ehrlich jetzt, mal ganz ehrlich. Komm mal runter. Komm mal bitte runter, ich habe dir doch... wirklich eigentlich gar nichts getan. Du bist doch derjenige, der auf mich zugekommen... Hilfe! Lass mich bitte in Ruhe. Genau, ich bin hier überhaupt gar nicht. Ich bin nicht hier. Lalalala. Hab ich denn jetzt vielleicht schon einen Motor bekommen vielleicht? Das wäre echt super. Nein, ich habe immer noch keinen Motor bekommen. Verdammt!
Ich brauche ein neues Auto mit Motor. Hilfe. Gib mir das Auto. Gib es mir. Wie lange spielen wir schon? 18 Minuten, das geht eigentlich noch. Und jetzt wird es auf einmal wieder hell. Komischerweise. Das Wetter ist wieder schön. Das Auto nehme ich jetzt auch noch mit. Und dann möchten wir hoffen, dass hier vielleicht irgendwo noch ein Auto steht mit einem Motor. Das wäre echt mega cool. Bis jetzt habe ich nämlich nur einmal Glück gehabt, wie gesagt. Und suche jetzt weiter. Komm schon, hier muss doch irgendwo noch eins rum. Hier, 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 hier. Und da hinten noch. Und hier ist noch ein Einkaufswagen. Ich werde so bekloppt in Abieren. Das gibt's doch gar nicht. So viele Einkaufswagen, so viele mechanische Teile. Das ist ja mega. So. Hier ist noch ein Auto. Ist hier vielleicht noch was Schönes drin? Nein, war ja klar. Aber jetzt möchte ich hoffen, dass wir noch einen Motor bekommen. Bitte. Komm schon. Please. Ach Mann. Schon ein Motor. Das Spiel meint es wirklich nicht gut mit mir. Ich glaube, ich soll keinen Motor bekommen, keinen zweiten. Ich weiß aber nicht ganz warum. Ich habe doch eigentlich gar nichts getan. Das schmeißen wir nochmal eben weg. Das auch. Und jetzt rennen wir mal da hinten hin zum Auto. In der Hoffnung. Jetzt geht mein Handy einfach aus. Auch nicht schlecht. Dass wir hier noch einen Motor rauskriegen. Bitte, ich will einen Motor. Bitte, 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 bitte. Please. Bitte. Bitte, 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 gib mir einen Motor. Nee, ich glaube, ich habe kein Glück. Ich glaube, ich habe kein Glück. Ich weiß nicht genau warum, aber es ist wirklich... Ich glaube, das ist rar, einen Motor zu bekommen. Ich weiß es aber nicht genau. Ey, du gehst mir so auf den Sack. Lass mich in Ruhe. So. Hier war also auch kein... Aber eine Batterie. Geil. Das ist natürlich mega cool. Und jetzt ist mein Inventar auch eigentlich so voll, dass ich eigentlich, schon beinahe Angst habe, hier weiter zu looten. Ich lasse das jetzt einfach mal hier stehen, wirklich, und gehe jetzt wirklich zurück zur Basis, weil wir unser Inventar ausleeren müssen und ich glaube, dass ich mir schon eine Zementmische bauen kann, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und dann müsste ich eigentlich, ja, das Pocketbike halt später bauen, das ist jetzt nicht so wild. Es passt schon. Hauptsache eine Zementmische. So, und da ist der Abwurf. Da müssen wir sowieso lang. Das ist sehr schön. Das passt also auch alles. Es läuft wirklich wie am Schnürchen. Diese Folge ist mega geil. Eine Batterie haben wir dazu auch noch gefunden, die wir ja fürs Pocketbike auch brauchen werden. Mega, mega, mega cool. Einfach nur die Folge. Wirklich, wirklich geile Sau einfach. So. Wir rennen nach Hause, denn es regnet auch schon wieder. Es ist kein schönes Wetter hier in den letzten Tagen in Seven Days to Die, muss man gestehen. Eben war es mal so ein bisschen sonnig. Jetzt ist es schon wieder am Regnen. Es ist echt, echt, echt traurig. So, dann sind wir jetzt also quasi am Ziel der Folge angelangt. Wir haben jetzt das eigentlich erreicht, was ich erreichen wollte, schneller als geplant. Denn es ist wirklich jetzt, ja, das Hospital war eigentlich schuld. Der große Parkplatz mit den ganzen Autos und den mechanischen Teilen von den Einkaufswagen da. Die haben uns schon sehr weit gebracht jetzt gerade. Ich schau mal eben in unseren Bunker. Mach mal eben dicht. So. Und dann schauen wir eben gerade mal. An der Werkbank ist das, glaube ich. Genau. Da muss ich aber jetzt gerade nochmal schauen, was ich denn dafür überhaupt brauche. Für den ganzen Krams. Wo ist denn hier die Zementmische? Wir gehen mal auf Favoriten. Zementmische. So. Geschmiedetes Eisen, 25 Stück. Kleiner Motor und mechanische Teile. Das heißt, geschmiedetes Eisen fehlt jetzt eigentlich nur. Pistole werde ich mal zurücklegen. So, das lege ich jetzt auch mal zurück.
Die packe ich aufeinander. Das Roheisen kommt hier wieder mit rein. So. Fragezeichen, Fragezeichen. Ich hatte doch hier irgendwo noch geschmiedetes Eisen, da bin ich mir ganz sicher. Nur wo? Warte mal, hier glaube ich, ne? Hier ist es doch, genau. Zack. So, dann schaue ich doch gerade nochmal eben. Ich muss aber noch 20 herstellen oder 15, ich weiß es gar nicht genau. Ich mache einfach 20. So, es geht ja ganz schnell. Brrrt. So, fertigen. Der Zement ist übrigens auch schon fertig geworden, sehr cool. Packe ich gleich in die Kiste. Am besten hier. Das ist so der wichtige Kram von den Materialien. So, dann warte ich jetzt nochmal ein bisschen, bis das denn alles fertig ist. AK-47 Teile und so weiter, die kommen hier rein. So und so. Benzin kann ich auch erstmal hier reinpacken. Die Batterie kann ich, glaube ich, hier zum Pocketbike. Außer ich brauche die, ich weiß es nicht genau. Batterie. Nee, die kann ich hier einbauen. Direkt mega cool. So, dann fehlt hier nur noch der blöde Lenker. Wie baue ich denn den Lenker eigentlich? Kann ich den nicht auch bauen irgendwie schon? Warte mal eben. Lenker. Favoriten wegmachen. Wie baue ich denn den Lenker? Hier ist doch so ein Handgriff. Klebe. Aha, guck mal, dafür brauchen wir auch mechanische Teile. Interessant. Ach ja, wir wollen ja noch die Zementmische bauen. Jetzt bin ich total aus dem Konzept gekommen schon wieder. Wo war ich denn stehen geblieben? Genau, geschmiedetes Eisen. Ja, das dauert jetzt natürlich noch ein bisschen. Obwohl, das ist schon fertig. Das ging aber jetzt schnell. Lol. So, weiter geht's. Zementmische. Wo ist sie? Chemiestation. Zement. Mische. Beton. Wie heißt das Ding nochmal? Zement oder Betonmische? Ich komme da immer durcheinander. Da ist er ja. So, und wir können sie bauen direkt schon. Geil. Fertigen. Geil, Mann. Richtig geil. Perfekt. Ja, das freut mich doch. Das ist cool. So muss das sein. So, und jetzt schauen wir doch mal eben, ob wir vielleicht den blöden Handgriff hier herstellen können. Mechanische Teile, blablabla, Leder und Klebeband fehlt mir dafür. Leder und Klebeband. So, habe ich auch am Start. Das heißt, wir können den auch bauen, fertigen. So. Und dann dürfte ich doch eigentlich das hier auch bauen können. Mechanische Teile. Jawohl, geil. Mega, mega cool. Dann warten wir jetzt mal ab. Wo stelle ich sie denn jetzt hin? Am besten hier vorne, ne? Ja, hier stelle ich sie jetzt hin. Und schau mal eben gerade, wie das denn alles so funktioniert. Betonmischung, Bruchsand, kleiner Stein und Zement. Okay, Sand. Wie stelle ich Sand her? Okay. Bruchsand, kleiner Stein. Aha. Okay, kleiner Stein, Bruchsand, habe ich denn noch Bruchsand? Ich habe doch bestimmt noch irgendwo Bruchsand. 830, ist zwar jetzt nicht so viel, aber naja, wie auch immer. Das schauen wir mal eben gerade, so, und Zement habe ich doch auch irgendwo. Hier in der Kiste. Gib mal eben her. So, ich nehme mal meine 500, das reicht doch wohl erstmal. Und stell jetzt so viel her, wie ich kann. So, Bruchsand muss ich dann auch wieder herstellen. Ach so, da habe ich jetzt nur noch einen Stein. Oh, dann muss ich, glaube ich, ein paar aus der Schmiede rausholen. Hihi. So, die 2000 nehme ich jetzt, um Bruchsand herzustellen. Ich weiß nicht, wie viel brauche ich denn, oder 1000 stelle ich her. Komm, wir nehmen 1000. So. Und fertigen die. Wir essen hier gerade nochmal an der Stelle und verabschieden uns dann sofort hier und sehen uns dann zu einer weiteren Folge von einem Horror-Survival-Apokalypsen-Mega-Zombie wieder. Mega-Zombie. Zombie-Apokalypsen-Mega-Horror wieder. So, sorry, das ist ein bisschen so ein Zungenbrecher. Ja, da muss man sich erstmal dran gewöhnen an dieses Wort. So. Zack. Ach, der Handgriff ist ja auch fertig, stimmt. Den müssen wir auch noch eben herstellen. Stimmt ja. Warte mal eben. Hier, können wir direkt machen. Geil. Perfekt. Und der ist auch sofort fertig. Das ist ja cool.
So, herstellen. Super klasse. Hier wollte ich auch nochmal eben schauen, ob ich den Stein benutzen kann für... Okay, nein. Das ist sehr interessant. Und das hier auch nicht. Oh, das ist aber böse. Das ist sehr böse. Dann würde ich die Steine hier einfach reinlegen und schau mal eben gerade, wie viel kommen denn dabei raus. Pro... 5 Stück auch nur. Okay, dann hat sich das eigentlich nicht wirklich gelohnt. Dann haben die das wirklich geändert. Lol. Interessant. Naja, wie auch immer. So, dann werde ich hier jetzt gerade mal eben den Lenker noch anbauen. Und dann fehlen uns wirklich... Dann fehlt nur noch der blöde Motor und dann fährt das Ding. Und dann haben wir wirklich auch noch ein Pocketbike. Wir haben viel erreicht in dieser Folge, muss ich ganz ehrlich gestehen. Wir haben eine Betonmische, wir haben eine Schmiede und wir haben verdammt nochmal fast ein Pocketbike. Es fehlt nur noch ein Motor dafür. Super, super cool. Schau hier gerade nochmal eben nach. Es dauert echt lange hier. 6 Minuten, das heißt insgesamt 10 Minuten müssten wir jetzt noch warten. Das ist aber echt mega extrem lang und das kann ich jetzt euch eigentlich gar nicht antun. Von daher lasse ich das auch an der Stelle und würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von 7 Days to Die wieder. War auf jeden Fall schön, dass ihr eingeschaltet habt und es würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder mit dabei seid, denn dann geht es auch wieder spannend weiter. Bald kommt auch übrigens wieder die Horde und ich möchte hoffen, dass wir bis dahin vielleicht genug Zement gesammelt haben, um unseren Bunker bzw. um unseren Graben auszubessern. Ich glaube nicht, dass wir so viel Zement ansammeln können, aber wenigstens ein bisschen, dass die Zombies es nicht so einfach haben, sich hier immer durchzubeißen. Und übrigens muss ich den Graben ja auch außerhalb noch so ein bisschen verbessern mit Erde etc., Zäune und bla und blub und Fallerie und Fallera. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, meine lieben Freunde. Haut rein! Und übrigens, wenn euch die Finger jucken, tippt einfach Kommentare unter das Video oder lasst mir einfach ein Däumchen da. Es wäre echt schön. Bis dann. Seven days to die.